Herr Akkuis, 0-2 verloren leider und ich habe Sie sehr selten bei einer Chance gesehen, die Sie abschließen konnten. Kann man mit so einem Spiel zufrieden sein? Man kann mit so einem Spiel zufrieden sein, da wir gegen den Abstieg spielen und unser Ziel war halt, um zu 0 zu spielen, dass wir eventuell einen Punkt mitnehmen. Deshalb war es schwierig. Also war das Ihre Taktik, dass Sie hinten sicher stehen, zu stehen versuchen und dann über Konter oder solche Aktionen vielleicht ein Tor zu erzielen? Genau, das war unsere Taktik eigentlich, dass wir hinten sicher stehen, eventuell Konter oder Standard, dass man da versuchen, ein Tor zu machen. Und was meinen Sie, wie es Ihnen gelungen ist über weite Strecken? Ich finde, meine Jungs haben das ganz toll gemacht, die haben super gekämpft, aber Gräfhaus ist eine gute Mannschaft und den Druck haben wir nicht mehr standgehalten und war auch für die in der Niederlage. Sie haben ja die Mannschaft jetzt in der Winterpause übernommen, haben aus 6 Spielen 4 Siege geholt, was ja eine recht gute Bilanz ist. Wie haben Sie sich jetzt in dem Verein eingefunden? Der Verein ist gut aufgestellt, die Jungs sind super, die haben eine schlechte Phase gehabt, die haben zu viele Spiele verloren und wir arbeiten im großen Trainerteam und das läuft, die Jungs sind willig und das Ziel ist halt, dieser nicht abzusteigen. Ihre nächste Aufgabe wartet auf Sie daheim gegen Hohenwart Würm. Wie werden Sie versuchen, diese Aufgabe zu lösen? Das Erste, und ich wohne ja in Hohenwart, das ist eine gute Mannschaft. Wir werden natürlich versuchen, dass wir daheim einen Punkt gegen den, ist auch eine gute Mannschaft. Wir versuchen auf einen Punkt zu spielen, dass wir nicht verlieren. Vor allem ist es auch ein Derby und die haben ja natürlich andere Spielcharakter. Heute habe ich auch etwas mehr Hitze in dem Spiel gesehen. Wie sehen Sie das? Ja, das gehört einfach zum Fußball dazu. Da wir halt gegen den Abstieg spielen, das sagt ja der Name Abstiegskampf, da müssen wir halt nur mehr kämpfen und da entstehen dann automatisch die Reiberei. Was wird man jetzt für die restlichen Spieltage, jetzt für den Endspurt bei Ihrer Mannschaft sehen können? Dass man einfach so willig weiterarbeiten und dass man so viele Punkte hole, dass wir auch nicht den Relegationsplatz haben. Weil, so wie ich jetzt weiß, hat Feldrenach gewonnen. Zum Relegationsplatz ist nur ein Punkt weg und da müssen wir arbeiten.